Hallo, heute möchte ich euch gerne das Buch Der Duft des Sommers von Joyce Maynard vorstellen. Es handelt sich um einen Roman, der auch verfilmt worden ist im Jahre 2013. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, sie heißt Adele und sie lebt nach der Scheidung von ihrem Mann, der bereits eine neue Familie gegründet hat, mit ihrem 13-jährigen Sohn Henry zusammen. So, früher hat sie sehr viel getanzt, war eine sehr freie, offene Frau und nach wird sie immer depressiver. Und Henry versucht aber, sie da irgendwie rauszuholen. Das mal so zur Geschichte der beiden Personen. Es kommt noch eine dritte Person ins Spiel. Und zwar, Adele verlässt das Haus nur noch total ungern und selten. Und dann passiert aber an einem Tag, dass sich alles ändert. Und zwar gehen Adele und Henry einkaufen und im Supermarkt treffen sie auf einen verletzten Mann, der sie bittet, ihn mitzunehmen und ihm zu helfen. Und trotz einiger, ja, Unsicherheiten tut Adele das auch und Henry ist auch dafür, dass sie es tun und so nehmen sie diesen Mann mit. Dabei handelt es sich um einen geflohenen Verbrecher auf der Flucht. Die Tat, also er hat in der Vergangenheit schon etwas getan, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, geflohen und ja, wird jetzt halt von Adele und Henry mitgenommen. Der Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und zwar handelt es sich bei dem Ich-Erzähler um Henry, den 13-jährigen Jungen. Und er hat ja eine eher schwierige Kindheit, ist viel traurig, sehr viel alleine. Und diese Thematik geht so durch den ganzen Roman. Also man hat immer so einen Unterton der Traurigkeit in der Erzählung auch. Er befindet sich aber auch mitten in der Pubertät. Das heißt, es geht auch ganz viel darum, wie Frauen auf ihn reagieren oder ja, wie er auch diese Beziehung zu seiner Mutter beschreibt, wie das für ihn ist. Es beginnt eine Romanze zwischen Adele und Frank. Frank ist der geflohene Verbrecher. Und Adele blüht wahnsinnig auf und Henry hat zugleich irgendwo einen Vaterersatz, was ihm sehr gut tut, weil er zu seinem eigenen Vater immer eine schwierige Beziehung hatte und der ja auch neue Kinder schon hat. Also alles im allem ist es eine ganz tolle Entwicklung in diesen Sommertagen. Allerdings hat Henry so ambivalente Gefühle gegenüber Frank, weil die Bekanntschaft. Ja, er sieht halt im Fernsehen, dass er gesucht wird, dass er ein Mörder sein soll und was er alles getan haben soll. Er soll seine Frau und sein Kind umgebracht haben. Und ja, das führt natürlich dazu, dass er sich unsicher ist, ob es richtig ist, dass der im Haus ist. Er weiß, die Polizei sucht ihn. Zum anderen lernt er ein Mädchen kennen in der Schule und die sagt, ja, der will dir deine Mutter wegnehmen und dann ist eure ganze Beziehung dahin und vielleicht fahren die gemeinsam weg und lassen dich zurück und du musst zu deinem richtigen Vater. Das führt alles dazu, dass Henry irgendwie sehr unsicher wird und auch negative Gefühle Frank gegenüberbringt, obwohl das gar nicht richtig ist, weil eigentlich mag er ihn total gerne. Es kommt dann auch tatsächlich zur Verhaftung, weil warum so richtig, lasse ich jetzt mal noch offen, ob Frank ihn verraten hat oder die Freundin von, ob Henry Frank verraten hat oder das Mädchen, das er kennengelernt hat, oder ob einfach die Nachbarn misstrauisch geworden sind oder ob Henrys leiblicher Vater irgendwie was mitbekommen hat. Auf jeden Fall kommt dann die Polizei zu dem Haus und Frank macht es dann so, dass er Adele und Henry an einen Stuhl fesselt mit Seidentüchern, aber das Ganze total liebevoll, weil er ihnen gar nicht schaden will und er will aber nicht, dass sie Probleme kriegen, dadurch, dass sie ihn versteckt haben und deswegen soll es halt so aussehen wie eine Geiselnahme. Und alles, was jetzt passiert, ist im totalen Zeitraffer geschrieben, also nur noch so auf den letzten paar Seiten wird halt erzählt, was passiert, nachdem Frank ins Gefängnis gekommen ist. Und zwar Adele hat immer Briefe an Frank geschrieben ins Gefängnis. Henry wird Bäcker. Frank hat ihm das Kochen und Backen beigebracht. Und als Frank entlassen wird, bittet er Henry, um einen Kontakt zu Adele herzustellen, weil diese Briefe hat er nie geöffnet und nie bekommen, weil er im Hochsicherheitsgefängnis war. Und dann kehrt er zu Adele zurück, die nur auf ihn gewartet hat und sie begrüßen sich mit einer Umarmung. Was ganz deutlich ist, ist, dass es sehr eine intensive emotionale Reise zwischen diesen drei Personen tatsächlich sind diese drei Protagonisten, um die es hauptsächlich geht, die sehr intim miteinander werden in sehr kurzer Zeit. Also drei Personen, ein Haus, 6 Sommertage. Mehr Zeit ist diese ganze Geschichte eigentlich nicht und das vermittelt einen sehr direkten, intensiven Einblick in die Emotionen, in die Personen, in den Tagesablauf der drei und es wird halt bei allem, was passiert, deutlich, dass hier die Liebe als Schlüsselkraft dienen soll, die
alle Wunden der Vergangenheit irgendwie heilen kann. Adele hat früher Kinder verloren, bevor sie Henry bekommen hat. Und Frank schafft es irgendwie, ihr trotzdem wieder so eine Ruhe und so eine Sicherheit zu geben. Und er ist für Henry wie ein Vater. Henry hat es auch sehr schwer gehabt mit einer depressiven Mutter. Er hat immer versucht, sie aufzuheitern, hat sich sehr verantwortlich gefühlt, hat irgendwo die Rolle des Mannes im Hauses übernommen. Und das konnte er natürlich mit seinen 13 Jahren nicht. Und andererseits ist es so, dass Adele und Henry Franks Leben wieder gut machen, weil er in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Aber es stellt sich halt auch raus, nichts ist so, wie es scheint. Ein Mörder muss nicht unbedingt ein Mörder sein, was ist wirklich passiert. Und diese drei Personen helfen einander so sehr, wieder irgendwie Kraft zu finden. Und das wird sehr kraftvoll ausgedrückt in ganz einfacher Sprache. Also die Sätze sind sehr einfach. Es werden sehr viele Details beschrieben, sehr viel Gestik wird beschrieben, also was wer gerade mit seinen Händen macht, wo wer gerade hinschaut. Und da wird eine zwischenmenschliche Beziehung gezeichnet durch die Beschreibung von Gestik und Mimik. Und das macht die Autorin fantastisch, finde ich. Also und auch in den Dialogen beschränkt sie sich auf das Wesentliche. Es wird ganz schnell, also es ist die Essenz einer ganzen menschlichen Liebe, aber völlig ohne Kitsch. Also wirklich. Kein kitschiger Roman, auch wenn es um Liebe geht. Also eher sehr ruhig, aufmerksam und schlicht, einfach aus einem Impuls heraus etwas beschrieben. Und immer geht es halt darum, dass die Kraft des Ganzen die Liebe ist. Und diese Liebe führt halt dazu, dass diese drei Protagonisten so eng miteinander verwoben sind und Zuflucht beieinander finden, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so scheint, als ob sie sich helfen könnten. Ja, so viel zu meiner Meinung. Jetzt würde ich gerne was aus dem Roman vorlesen, und zwar auszugsweise kurze Textstellen. Die Kleinstadt, in der wir damals lebten, war einer dieser Orte, wo jeder über den anderen Bescheid weiß. Dabei war meine Mutter ein Mensch, der einfach nur seine Ruhe haben wollte. Zwar hatte es einmal eine Zeit gegeben, in der es ihr ungeheuer wichtig gewesen war, auf einer Bühne zu stehen und von allen gesehen zu werden. Aber nun wollte sie nur noch so unsichtbar wie möglich sein. Ich fragte mich manchmal, ob sie diese Probleme hatte, weil sie meinen Vater zu sehr geliebt hatte. Ich hatte von solchen Fällen gehört, in denen jemand es nicht verkraftete, wenn der Mensch starb oder wegging, den man so sehr geliebt hatte. Das meinten die Leute, wenn sie von gebrochenen Herzen sprachen. Einmal, als wir bei unserem Fertiggericht saßen und meine Mutter sich gerade ein drittes Glas Wein eingoss, hatte ich sogar kurz überlegt, ob ich sie darauf ansprechen sollte. Ich fragte mich, ob sie meinen Vater jetzt so sehr hasste, weil sie ihn früher so sehr geliebt hatte. Das Ganze kam mir vor wie etwas, was sie einem im Physikunterricht beibringen, auch wenn wir den noch gar nicht hatten damals. Wie bei einer Wippe, wo der eine ganz weit unten sein muss, damit der andere ganz oben landet. Doch dann kam ich zu dem Schluss, dass es nicht der Verlust meines Vaters war, der meine Mutter das Herz gebrochen hatte, sondern der Verlust der Liebe selbst. Ich konnte den Verlust ein kleines bisschen ausgleichen, indem ich ihr zum Beispiel einen Stein, den ich gefunden hatte, oder eine Blume aufs Bett legte. Als ich noch kleiner war, hatte ich ihr einmal einen Gutschein mit der Aufschrift Ehemann für einen Tag geschenkt. Wenn sie den einlöste, sollte sie sich fühlen, als hätte sie wieder einen Mann im Haus. Und ich würde alles für sie tun, was sie sich wünschte. Damals war ich zu jung, um zu verstehen, dass ich nicht imstande war, ihr Ehemann für einen Tag zu sein. Aber irgendwie spürte ich wohl trotzdem schon meine schreckliche Unzulänglichkeit, und dieses Gefühl bedrückte mich, wenn ich in meinem kleinen Zimmer neben ihren in meinem schmalen Bett lag. Die Wand war so dünn, dass es sich anfühlte, als sei sie bei mir im Zimmer, und ich spürte ihre Einsamkeit und ihre Sehnsucht, bevor ich die Worte dafür kannte. Manchmal, wenn man aufwacht, hat man für einen Moment vergessen, was am Tag vorher passiert ist. Das Gehirn braucht ein paar Sekunden, um sich daran zu erinnern, was sich ereignet hat. Manchmal etwas Gutes, häufiger etwas Schlechtes und über Nacht vergessen wurde. Ich kannte das Gefühl aus der Zeit, als mein Vater uns verlassen hatte. Wenn ich damals morgens aufwachte und zum Fenster rausschaute, spürte ich, dass etwas nicht stimmte, wusste aber im ersten Moment nicht, was es war. Es fiel mir dann doch immer wieder ein. Es dauerte ein paar Sekunden, dann war alles klar. Und im Gegensatz zu anderen Situationen wie diesen fühlte sich die Erinnerung nicht schlecht an. Die Seidentücher fielen mir wieder ein und die Moderatorin im Fernsehen, die das Wort Mörder ausgesprochen hatte. Doch ich empfand keine Angst, wenn ich an Frank dachte. Eher so etwas wie Aufregung und Vorfreude.
Es war, als hätte ich ein Buch weglegen müssen, weil ich zu müde geworden war, oder hätte ein Video angehalten. Ich wollte erfahren, wie die Geschichte weiterging und was mit den Figuren passierte. Nur, dass in diesem Fall wir selbst die Figuren waren. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich wurde das Bild nicht los, wie meine Mutter am Küchentisch saß und er ihr Kaffee einschenkte. An sich keine große Sache. Er hatte gerade sorgfältig ihr Brötchen mit Butter bestrichen. Vorher hatte er es aufgerissen, anstatt es aufzuschneiden, wie er es uns gezeigt hatte. Als meine Mutter hineinbiss, blieb ein kleiner Marmeladenklecks an ihrer Wange hängen. Er tunkte einen Zipfel einer Serviette in ihr Wasserglas und tupfte die Marmelade damit ab. Als er meine Mutter berührte, trat dieser Blick in ihre Augen, wie bei jemandem, der ewig durch die Wüste gewandert ist und eine Oase findet. »Frühstück«, sagte er, »was will der Mensch mehr? Diesen Moment niemals vergessen«, sagte sie.